Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe Informationen zum möglichen Comeback von Skulltown. Wann genau ist natürlich noch nicht safe. Vielleicht können wir uns in Season 12 schon darauf freuen. Ich habe Informationen zum Schildkondensator, über den ich vor kurzem erst berichtet habe. Mittlerweile gibt es Bilder. Wie es funktioniert, ist immer noch nicht ganz raus, aber es gibt drei verschiedene Stufen. Also kann man sich sehr gut zusammenreimen, wie er funktioniert. Denn die Art und Weise und in welchem Slot wir den tragen, kann eigentlich nur eine Variante übrig lassen. Ganz kurz, bevor es losgeht. Nein, ich habe immer noch keine Informationen zum Next-Gen-Update. In den letzten Videos wurde ich oft in den Kommentaren gefragt, was nun damit ist. Sobald ich es weiß, sobald ich hoffentlich auch ein festes Datum habe, erfahrt ihr es auf jeden Fall bei mir. Ich warte selber sehnsüchtig drauf. Also spart euch die Frage bitte unter den Videos. Solange ich keine Infos habe, kann ich euch dazu leider auch nichts Näheres verraten. Wir fangen an mit Skulltown. Skulltown haben viele gehofft, dass damals in Season 9, als der Limited Time Modus im Arena Modus da war, für 2 Wochen war dort Skulltown aktiv und viele dachten bis dato, die Map bleibt für immer. Und kurz bevor die Map dann rausgeflogen ist, wurde es den meisten dann auch klar, dass es leider nicht der Fall ist. Warum das nicht der Fall war, war relativ zeitnah schon bekannt, denn Respawn hat es aus welchen Gründen auch immer noch nicht gebacken bekommen, diese Map als einzelnen Spot zu rendern. Es musste jedes Mal in Season 9 in diesem Limited Time Modus die komplette Kings Canyon Season 0 Variante oder bis Season 2 maximal musste komplett geladen werden, um nur Skulltown spielen zu können, und das soll eine Menge Probleme mit sich gebracht haben. Hintergrundinformationen habe ich vor kurzem jetzt erst erfahren. Angeblich hat Respawn dieses Problem jetzt gelöst. Das soll heißen, sie haben Skulltown als festen Spot gerendert. Das soll Aufschluss darüber bringen, dass wir in naher Zukunft, vielleicht in Season 12 schon, wenn Kontrolle zurückkommt, vielleicht schon eine der auswählbaren Maps sein soll. Kontrolle ist ja nun kein fester Modus, haben wir nun mittlerweile enttäuschend festgestellt. Soll aber in Season 12 wiederkommen. Mit eventuell anderen Regeln, auf jeden Fall 2 neuen Maps oder andere Maps im Allgemeinen. Ob die anderen Maps, die wir bis jetzt spielen konnten, mit dabei sind, müssen wir mal sehen. Darum geht es ja heute nicht. Auf jeden Fall könnte Skulltown dort mit dabei sein. Es gibt auch in den Gamefiles schon einen Free-for-All-Modus. Season 13, keine Ahnung, auch Capture the Flag soll schon gesichtet worden sein und auch sowas wie Suchen und Zerstören aus COD, also eine Bombe platzieren, ein feindliches Team oder ein Team, was eben die Bombe platziert. Sowas in der Art ist schon in der Mache, beziehungsweise wahrscheinlich schon fertig, aber noch nicht im Spiel. Und überall in diesen verschiedenen Szenarien kann Skulltown auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wann, wie gesagt, möchte ich nochmal betonen, steht noch nicht fest. Jetzt möchte ich über den Schildkondensator reden. Ich habe schon das erste Bild für euch. So sieht der Schildkondensator Stufe 1 aus. Bevor ich weiterrede, morgen, wer zum Sonntag dieses Video live sieht, morgen am 7.3. Montag ist mein Geburtstag. Wie immer streame ich jeden Geburtstag einen Geburtstagsstream. Gegen 16 Uhr geht's los. Die Mehrheit hat sich in meinem Community-Tab für Apex Legends Ranked entschieden. Diamant ist schon erreicht. Ich habe ja die Umfrage gestartet, Elden Rings oder Apex Legends. Es waren erstaunlich viele trotzdem für Elden Rings. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass es sich an kommenden Mittwoch lohnt, Elden Rings endlich zu starten. Dort werde ich ungefähr 16, 17 Uhr die ersten Stunden Elden Rings zocken und es wird auf jeden Fall auf Twitch endlich ein fester Bestandteil und mal ein bisschen Abwechslung außerhalb von Apex Legends. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall bleiben für die, wenn ich immer mal ein neues Spiel angekündigt habe, die haben immer Angst, dass dann Apex auf jeden Fall keine Videos mehr hat. Das ist natürlich Käse, es wird weiter Apex-Videos geben. Von Apex komme ich sowieso nicht los. Jetzt reden wir über den Schildkondensator. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn er morgen mit einschaltet zu meinem Geburtstagsstream. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Es gibt 3 verschiedene Arten des Schildkondensators. Weiß, blau, lila. Ich denke, das konnten sich die meisten dann schon denken. 60 Sekunden Cooldown. Der blaue hat auch eine 60 Sekunden Cooldown. Ich habe das Bild jetzt nicht vorbereitet. Und der lila, gehe ich dann davon aus, wird genauso 60 Sekunden Cooldown haben. Und warum ich denke, dass der genauso funktioniert wie in Kontrolle, wenn wir im Gefecht sind oder kurz nach dem Gefecht dann automatisch uns das Schild regenerieren, so kann es eigentlich nur funktionieren, denn wir tragen
Moment, dazu macht es Sinn, dass ich euch den anderen, das andere Bild erst zeige. Es gibt einen zusätzlichen, wahrscheinlich in Season 13, einen zweiten Survival-Item-Slot. Wie wir hier rot eingekreist sehen, rechts haben wir den ersten Slot. Das ist ein Hitzeschild. Und als zweiten Slot bekommen wir dann Platz für den Schildkondensator. Möglicherweise können wir dann auch einen Schildkondensator und einen mobilen Respawn-Beacon mitschleppen. Auf jeden Fall müssen wir aktiv, so kann es eigentlich nur sein, in unserem Survival-Slot, nämlich dann hier, den Schildkondensator auswählen, dass wir den dann auch im Gameplay unten rechts neben der Granate aktiv sehen und dann auch wird nur der Schildkondensator funktionieren. Das ist zumindest meine Vermutung und so kann es eigentlich nur sein. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Wenn wir den dann ausgewählt haben und nicht im Gefecht sind, heilt der unser Schild. Vielleicht ist es auch so, dass wenn wir eine draufkriegen, dann sofort die Regeneration anfängt. Auf jeden Fall steht auch beschrieben, der Weiße heilt einen kleinen Teil des Schildes. Ich gehe davon aus, dass das maximal ein Strich unserer Lebensenergie des Schildes sein wird. Auf Stufe 2 Blau vielleicht 2 Schild-Einheiten und die lila Variante wird wahrscheinlich 4 oder vielleicht sogar 5 das rote Schild voll heilen können, bevor dann die Cooldown-Zeit von einer Minute beginnt. Das ist so grob die Wahrscheinlichkeit, wie es eigentlich nur funktionieren kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wann genau der Schildkondensator kommt. Ich gehe fest von Season 13 aus. Das war's soweit schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Wie gesagt, wer morgen Bock hat, in meinen Geburtstagsstream so gegen 16 Uhr reinzuschalten, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ein bisschen Apex Legends Ranked. Dia ist am Start. Und ja, das war's von mir. Schönes Restwochenende. Haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.